Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch auf der Suche von Dijkstra's... Ja, heißt der Dijkstra? Auf jeden Fall Räufens Schatz. Wir nennen ihn einfach jetzt Räufen. Kann ich den Typen durchsuchen? Anscheinend nicht. Dann halt nicht. Gut, schade. Naja. So, es ist 300 Meter weit weg. Können wir da trotzdem hinlaufen oder muss ich jetzt doch Plätze rufen? Ich würde sagen, Plätze rufen, ne? Plätze! Wir reiten jetzt nochmal. Lang sind wir nicht mal geritten, Plätze. Schon ein bisschen traurig, ne? Ich habe man schon ein paar Parts nicht mehr gesehen, ey. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht vernachlässigen. Aber in der Stadt bist du sowieso nicht so gut zu gebrauchen. Weil du halt hier nicht mal schnell reiten darfst. Ja, blöd, Plätze. Blöd. Dann ist es halt so. Da bin ich ja zu Fuß schneller unterwegs. Schade. Guten Tag. Beziehungsweise guten Abend. Vielmehr. Wir haben 2 Uhr nachts. Naja, ist halt so. Mit Priscilla reden. Priscilla kennen wir, glaube ich, nicht, ne? Nur von Hörensagen bisher her. Soweit ich mich erinnere. Ja, ein Bettler. Oh, da ist wieder Mann von Hurensohn. Da sind noch mehr Männer von Hurensohn, aber auf die habe ich gerade echt keinen Bock. Klopf, klopf. Hoch. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Ach nein, Priscilla war doch die Badin. Oder etwa nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Stimmt. Okay, muss ich noch weiter hoch? Ja, muss ich. Nein, muss ich nicht. Okay, hab nichts gesagt. Diese Tür hier? Priscilla? Bist du da? Da bist du ja. Hi. Geralt. Rittersporn, wie hast du den kennengelernt? Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja. Sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Betonung liegt auf kann. Ich verstehe. ich habe Neuigkeiten. Rittersporn, ich weiß, wo er ist. Wo denn? Im Kerker auf der Tempelinsel. Das ist nicht lustig. Es ist leider kein Scherz, aber wir kriegen ihn da schon raus. Keine Sorge. Triss hat eine Idee. Wir müssen nur Dudu finden. Du musst also Dudu finden, um Rittersporn zu finden, um dann Ciri zu finden? Klingt nach einer ziemlichen Sucherei. Ich wünsche dir viel Glück. Ich habe keine Wahl. Ich muss Hurensohn Junior sprechen. Er könnte was wissen. Oh, wir haben es endlich abgeschlossen. Grab Räuven Schatz. Alles Gute. Ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Sehr, sehr gut. So, dann könnten wir direkt mal mit Junior reden. Aber was haben wir denn sonst noch so? Wir haben hier auf jeden Fall noch eine Stufe 9. Ach, mit Hacker reden, genau. Hier haben wir noch eine Stufe 11. Ach ne, dafür müssen wir nach Dings reisen. Schatz suchen kann ich hier auch noch nicht, soweit ich weiß. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal mit Hacker reden. Also kurz mal noch mal ein bisschen Nebenmission. Und dann können wir gerne weiter mit der Hauptstory machen. Aber erstmal zu Hacker. Der ist sogar direkt hier um der Ecke. Wenn ich an den Tischen vorbeikommen würde. Entschuldigung, die Herren. Und Damen. Und Führen. Okay. So, Hacker ist ja hier quasi direkt um die Ecke. Wobei ich mich immer weiter entferne. Aber ist halt so. Komm, Geralt, spurt nochmal ein bisschen. Ach ja, und ich will ja immer noch zum Schmied, ne? Fällt mir gerade mal so ein.
Denn meine Schwerter tun es nicht mehr so lang. Beziehungsweise das eine. Im Leben muss man was riskieren. Bist du Hacker? Nein, ich bin Mann von Hacker. Hacker, was geht denn? Der kleine Mann. Einen kleinen Moment, Hexer. Jetzt bin ich aber neugierig. Wieso warst du an dem verdammten Abend, an dem Hurensohn mich umbringen wollte, nicht da? Das war Zufall, ehrlich. Ich war im Bordell. Ich hab Zeugen. Ich bezweifle nicht, dass du Zeugen hast. Den Teil mit dem Zufall, den bezweifle ich. Ach, was für ein scheiß Gespräch. Nur Geschwätz. Das führt zu nichts. Jungs, redet ihr mit ihm. Es ist einfach. Ich will wissen, wo Hurensohn ist. Ich hab dich nicht verraten. Nie! Nein! Nein! Ich weiß nichts! Hilfst du mir, Junior zu finden? Ich wollte meine Jungs gerade zu Hurensohns Verstecken schicken. Eine Hexerklinge wäre nicht verkehrt. Führ meine Männer an. Bring Junior den Krieg und zerr ihn aus dem Versteck. Dann profitieren wir doch beide. Hurensohn darf aber nicht sterben, mein Freund. Hurensohn darf nicht sterben, bevor ich mit ihm gesprochen habe. Meine Jungs sind heißblütig und so gefallen sie mir. Wenn du sie bremsen willst, viel Glück. Ich könnte aber auch Nein, Danke sagen. Aber was bringt mir denn das? Eure Zankereien interessieren mich nicht. Überleg dir, was du willst, und dann komm wieder. Ist quasi jetzt die Mission abgeschlossen? Ja. Ach nee, ich könnte jetzt wieder mit ihm. Okay, dann muss ich das wohl doch annehmen. Mit dir oder ohne okay. Ich werde Hurensohn heimleuchten. Vereinte Kräfte können nicht schaden. Gut, ich helfe den Leuten. Na schön. Nun, ich nehme an, Junior versteckt sich in seinem Casino in Gildorf. Oder in der Arena unter den Scherben. Meine Jungs werden da sein. Finde ihn. Gut. Die Banden von Novigrad. Ich hasse die Verdammten. Okay, trifft die Zwerge beim Casino und trifft die Zwerge in der Arena. Dann wollen wir das doch mal tun. Wo gehen wir zuerst hin? Das, was am nächsten dran ist, ne? Das sind ja nur 160 Meter, das geht ja. Zwielichtige Person. Okay. Ach. Mann, ist doch. Irgendwann mal ist doch genug, Leute. Irgendwann ist doch echt mal genug. Oder? Ach, mein Gott, Leute. Kann ich einfach mal. Oh, gegrilltes Hühnerbein hat er dabei. Nee, warum nicht? Eine leere Flasche brauche ich jetzt nicht. Ein gewöhnliches Hemd. Nee. Aber so ein Hühnerbein? So. Also, warum nicht? Okay, Kind. Hi. Was ist denn los? Sie. Kind! Hey, warte! Aber was ist denn los, mein Junge? Schnappt ihn! Was ist denn mit dem Kind falsch? Hört endlich auf, um sein Schwert zu rennen! Bitte. Oh mein Gott, Alter, die Banditen sind Level 14. Trotzdem keine Chance gegen mich, ey. Trotzdem nur pure Lappen. Ich seh das doch. Jetzt geht's rund! Ich seh das doch, dass ihr Lappen seid. Aua, egal. Ihr habt keine Chance. Was ist das denn für ein Scheißkind? Mein Gott! Habt ihr nur Scheiße dabei?
Wobei, der hat halt ein legendäres Langschwert, ne? Oh, wieder ein gegrilltes Hühner. Ja, das nehme ich mit. Moment mal. Nur wie gerade ein Langschwert. Oh nein, das... Huh? Achso, ich bin über... Ah, okay. Ich kann nichts mehr tragen. Gut, habe ich verstanden. Ich will mir auch nur das Schwert mal angucken. Och nein. Ich soll das eigentlich wegschmeißen. Das braucht auch kein Mensch. Ah, die drei Schwerter. Oh, die sind halt echt viel wert. Ich glaube, Leute, wir müssen uns mal auf zum Schmied machen und die Sachen verkaufen. Da kriege ich erstens viel Geld. Ne? So, wo ist denn das Scheißkind jetzt? Ich habe keine, das Kind ist einfach weg. Steht auch nicht mehr in meinem Questbuch, oder? Ne. Eine lebenswichtige Angelegenheit können wir auch noch machen. Ah ja, die gute Triss. Stimmt. Das können wir ja danach machen. Bevor ich jetzt aber zu den Zwergen gehe. Ach Quatsch, stimmt schon. Würde ich ganz gerne wirklich, wie gesagt, schon mal schnell mal zum Schmied gehen. Wo haben wir denn einen? Als ob die so weit weg sind. Wobei, ich kann die ja eigentlich wahrscheinlich bei jedem verkaufen, ne? Ich kann die ja wahrscheinlich bei jedem verkaufen. Es geht mir ja... Ich habe ja gerade sowieso ein neues Schwert ausgerüstet, was... da will ich gar nicht rein, glaube ich, oder? Was ich definitiv gegen das Kaputte getauscht habe. Und ich bin hungrig. Das heißt, ich muss erstmal nur die Sachen verkaufen, damit ich wieder ein paar Sachen tragen kann. Das wäre ganz nett. Dann können wir gerne zu Hackersleuten gehen. So, da wären wir auch schon. War ja jetzt kein schwerer Umweg oder so. So, klopf, klopf. Das kann nicht sein. Geralt von Riva, auch der Weiße Wolf genannt? Der Schlechter von Blaviken? Geralt von Riva reicht. Was ist denn? Vor Jahren kam ein Mann zu mir. Er bezahlte, damit ich ein Buch für dich aufbewahre. Er meinte, du würdest es eines Tages abholen. Wer war das? Er hat seinen Namen nicht genannt. Aber das Buch hat einen roten Einband, das weiß ich noch. Ich habe es sicher nicht verkauft. Na schön, mal sehen, ob ich's finde. Und vielleicht wirfst du dabei einen Blick auf die anderen Bücher. Ich sehe mir gerne mal deine Bücher an. Ich sehe mir gerne an, was du noch hast. Schön, dass es Bücherhändler gibt. Gut zu wissen. Ich kann meine Schwerter nicht bei denen verkaufen. Ich hasse mein Leben. Ach, genau das wollte ich doch verkaufen. Shit. Da ist es doch. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze, mit humorvollen Gravuren. Die fröhlichen Abenteuer von Muriel, der liebreizenden Metze, mit humorvollen Gravuren. Okay. Ah, dammit, aber jetzt kann ich bei dem gar nichts verkaufen. Hauptsache, ich habe eine Quest bekommen durch den. Hier unten haben wir noch einen. Aber es ist direkt hier unten gegenüber. Bist du das? Habe ich mit dir. Habe ich mit dir. Entschuldigung, dass ich deine Kerze ausgemacht habe. Sieh an. Der Weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Ich kann hier Geld umtauschen. Och, das ist doch nicht das, was ich will. Och, Mann, Leute. Ja, da kann ich auch eigentlich direkt zum Schmied gehen, ey. Das ist aber auch die einzige Schmied in der Nähe. Ja, dann ist es halt so. Dann tut's mir leid, Leute. Deinesgleichen sollte in Novigrad. Dann gibt's wahrscheinlich leider heute nicht so viel Story. Aber dafür können wir uns dann im nächsten Mal direkt wieder auf schöne Missionen konzentrieren. Ich lauf vollkommen falsch. Ich
Ich laufe gerade wieder der Mission nach. Ich bin so ein Vollidiot. Ich bin so ein Trottel. Was ist denn nur falsch mit mir? Ich will doch nur meine Schwerter verkaufen. Und vielleicht ein paar Sachen reparieren. Mehr will ich noch nicht. So. Einmal über die Brücke. Entschuldigung, ich muss hier durch. So. Nackter Mann. Vorsicht. Entschuldigung. Ich war mal so saublau, dass mir Blut aus den Ohren. So. Schmied. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Schmied. Hallo. Das ist der Ort? Hallo, Hexer. Er ist in der Nähe. Bereit? Doch, jetzt mache ich hier die Mission. Oh, ja, ich muss die Mission machen. Aber die ist so... Oh. Ich brauche noch einen Och, Moment. Nein. War schön. Aber beeil dich, bitte. Och, Kollege. Es tut mir leid. Ich würde die Mission ja gerne machen, aber die ist irgendwie Stufe 24 oder so. Das kann ich nicht machen mit Level 13. Es tut mir so leid, Leute. Es tut mir wirklich leid. Das kann ich doch nicht ahnen. Gehen die Leute nachts auf Hexenjagd? Oh. Absolut. Und eröffnet der Laden des verrückten Wagen. Oh, tut das weh im Herzen, ey. Ich will doch nur meine Schwerter verkaufen. Einfach nur, damit ich wieder was tragen kann. Um mehr geht's mir doch gar nicht. Ist der da oben drin, oder? Abgeschlossen. Aufmachen! Wo gehst du hin? Bei dir, oder was? Ja. Du nimmst der Tisch hier. Hier wahrscheinlich. Kaufmann, komm schon. Hm? Zeig mir dein Angebot. Was hast du anzubieten? Dankeschön. Der hat aber nur 330 Kronen. Puh, egal, ich verkaufe. Ich verkaufe. Vielleicht kaufe ich dem auch einfach irgendwas Kleines ab. Der hat aber irgendwie nichts, was ich will. Komm, gib mir ein bisschen Schwefel. Dann gebe ich dir noch mein anderes Schwert. Und dann kann ich erstmal wieder 6 Kilo mitnehmen. Wie ist es dann? Ich nehme halt immer viel zu viel Müll mit. Das ist mein Problem. Ich muss eigentlich mal irgendwann den ganzen Müll verkaufen. Aber gut. So, dann würde ich wenigstens noch sagen, gehen wir noch zur Mission. Tempelwache lässt sogar dich. Damit der Part wenigstens nicht ganz so hart umsonst war. Das beste Angebot, weit und breit. Und dann rede ich vielleicht noch kurz mit den Kollegen. Hilfe, rette mich, ich sterbe. Und dann würde ich auch schon wieder den Part beenden. Der Part war halt mehr oder weniger überflüssig. Aber er ist halt so. Tut mir leid. Was ist denn jetzt schon wieder? Geralt von Riva? Hexer? Weißer Wolf nennen sie dich. Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Wie wär's mit Nein? Nur über meine Leiche. Ich hab dir gesagt, dass er sich nicht täuschen lässt. Auf dich warten Prügel. Das macht die Herausforderung größer. Erinnerst du dich an den Prediger?
der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Ach Gott, Leute. Ach Gott, Leute, Stufe 10, was wollt ihr eigentlich von mir? Was wollt ihr eigentlich von mir, hä? Bitteschön. Ihr könnt mich doch einfach mal... Er hat gebratenes Fleisch dabei. Er hat gar nichts dabei, gut. Meine Güte, kann man nicht einfach mal in Ruhe hier... ein bisschen durch die Stadt laufen, ohne dass irgendeine Scheiße passiert. Mein Gott. So, Leute. Da stehen die Zwerge. Ich werde jetzt doch nicht mehr mit denen talken. Aber im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Ich meine, es ist ja ziemlich viel wirre Scheiße passiert, während ich auch auf der Suche nach einem Verkäufer war. Ja, kann mal passieren. Wie gesagt, es tut mir ein bisschen leid. Aber wir sehen uns im nächsten Part mit definitiv weiteren Story bzw. Missionen wieder. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.